willkommen zurück in die Finale miteinander. Beim letzten Mal seid ihr zusammen mit dem Geisterzombie-Mädchen Danny von Thum in Quellfeld angekommen. Hattet eine kurze Unterhaltung mit ihr, ob ihr euch mit ihrer Mutter unterhalten könnt. Habt dann entschieden, ja, kündige du uns doch schon mal an, wir kommen dann morgen. Wir müssen uns doch um Krenugo kümmern, weil der leider Ghoulfieber abbekommen hatte in einer kleinen Begegnung gegen diese fiesen und toten Kreaturen. Ja. Habt euch dann hier einen Tag in der Stadt gegönnt, habt ein bisschen eingekauft, habt euch um Kringel gekümmert, der dann des Abends der Krankheit widerstanden hatte. Und wie ihr dann Kringo zu Bett gelegt hattet, nachdem er seine Zähigkeitsreduktion geschafft hatte, seid ihr zum Hause von Thum, habt dort geklopft, wurdet von Danny reingelassen und habt dann gesehen, wie ihre Mutter die Treppe runter geschippt kommt. An der Stelle hatten wir aufgehört. Sie begrüßt euch also mit: Ach, ihr seid die Abenteurer, von denen meine Tochter erzählt hatte, die mich sehen wollten. Ulrich von Thum, freut mich, euch kennenzulernen. Sie gibt eine kurze Handgeste. Hi, ich bin Pieks. Nee, Pieks und Ding? Ballodils sind ja nicht dabei. Ihr habt Kringo zurück im Hotel, in der Gaststätte, im Quellfeld Inn gelassen. Das ja von Eliza und Mo geleitet wurde. Und seid dann ohne ihn einfach. Ja, also ihr seid schon alle da dabei. Okay, weil so hatte ich das nämlich verstanden. Ja, so hatte ich das auch angenommen. Deswegen habe ich auch nichts gegen gesagt, dass du geantwortet hast. Ja. Sie schaut an Fragen zum Rest. Ballodil Eisenfaust. Ja, Sherlock Holmes, mein Name. Tarek. Okay. Sie schaut dann nochmal erwartungsvoll auf den zweiten Goblin der Gruppe. Ich hab doch gesagt, Eon. Okay, dann wurdest du von Tarek übertroffen. Beim Sprechen. Gut, sie nickt dann kurz. Also, was ist es, was sie mit mir besprechen wollten? Ich fange einfach mal an. Also, wir haben da so eine Aufgabe, wo wir ein paar neue Gegenstände, namentlich Waffen, um dieses ganze Nachtding da mal wieder zu reparieren, herstellen könnten. Und eine der Zutaten wäre vielleicht ein Schrei von ihrer Seite aus. Okay. Das klingt für mich, als würdest du spielmechanisch versuchen wollen, Eindruck zu machen, um sie von einem neutralen Zustand auf neutralen Haltung euch gegenüber zu einer freundlichen Haltung euch gegenüber zu bringen, dass du anschließend eine Bitte an sie machen kannst. Würfel dafür dann doch eben einmal eine Diplomatieprobe für mich. Flo, wer haben wir denn Diplomatie? Plus 5. Offen verdeckt? Offen. Es wäre eine 20. Ich warte noch mal kurz auf eine Sache, bevor ich dir sage, ob das ein Erfolg ist oder nicht. Okay, du sagst nicht, ob du damit Punkte generieren möchtest oder nicht. Dann kann ich dir jetzt sagen, es ist ein Erfolg. Sie ist dir jetzt zumindest mal gegenüber freundlich gesonnt. Also, sie hört sich deine Beschreibung so an. Das ist eine ganz schön große Sache, die ihr da verlangt. Warum? Erfordert das besonders viel Kraft oder warum ist das eine... Warum oder erfordert das besonders viel Kraft? Denn Pieks ist nicht da. Doch, ist er. Das hatten wir schon geklärt gehabt. Oh, sorry. Es ist eine Fertigkeit, die ich nur äußerst ungern nutze. Wenn wir vielleicht irgendwo hingehen würde, wo es vielleicht etwas sicherer ist oder irgendwo abseits... Also muss auch nicht jetzt sein, weil wir haben noch ein paar Sachen, die wir besorgen müssen vorher. Genau, wir müssen noch andere Zutaten zusammensammeln, bevor wir das überhaupt anfangen können. Das wird wahrscheinlich der letzte Schritt sein.
sie schüttelt einmal kurz mit dem Kopf. Das ist nicht das einzige Problem, das ich damit habe. An der Stelle darf dann einer von euch gerne einmal wieder eine Diplomatieprobe würfeln, um eine Bitte an sich. Ich würde gerne tatsächlich Legal Lore benutzen, um hier Punkte auf den Menschenschrei zu generieren. Indem ich versuche zu argumentieren, ja, es ist ja eigentlich, wir stehen ja eigentlich unter einem göttlichen Befehl und deswegen haben wir nicht so richtig eine Wahl. Und es wird halt schon sehr schwierig sein, da jemand anders zu finden. Ich hätte da noch eine Kleinigkeit. Mag sie es eigentlich lieber, dass diese ungenauen Tageszeiten oder diese unmenschlichen Tageszeiten sind? Ist es ein wesentlich größeres Ärgernis, als einmal diese Aktion auszuführen? Und ich kann mir auch denken, warum sie es nicht mag. Und blicke dabei auf ihre Tochter. Okay, Eon kriegt einen Heldenpunkt dafür, dass er das erkannt hat. Peaks, ich sag mal, Legal Lord, das klingt so ein bisschen grenzwertig, aber ich würde es erlauben. Um jetzt mal diesen neuen Meme zu folgen. It feels weird, but I allow it. Dann darfst du einmal das würfeln. Ich zusätzlich zu der Diplomatie. Offen oder verdeckt? Verdeckt, offen. Ne? Ich würde dann Diplomatie machen. Auch um Punkte zu generieren, tatsächlich. Okay. Wenn das Sherlock gibt. Macht dann einmal die Bitte von ihr. Mhm. Auch wieder offen? Auch wieder offen. Das ist doch schon wesentlich besser. Ah. Ich erkenne was. Ich war eben ganz kurz verwirrt, warum Balutil schon wieder eine Diplomatieprobe gewürfelt hat. Aber nein. Die Probe von Peaks oder das Fenster von der Probe von Peaks ist durch den Heldenpunkt einfach nur verrutscht. Ah. Deswegen sah es so aus. Ja. Ich hatte mich auch erst gewundert, wo es plötzlich die Einzel, die er geworfen hat. Aber es ist nur eine Sache, dass das macht, wenn man es weiß, dass es passiert. Das sind beides Erfolge, aber nur eine gewöhnliche Erfolge. Ihr könnt euch einmal jeweils, oder ich notiere mal das eben, das sind jeweils für euch beide. Ich notiere es auch in meiner Tabelle. Ich übertrage es dann nachher in meine Tabelle. Mhm. Jo, ich schicke dir dann den aktuellen Stand einfach durch. Also, sie hört sich das Ganze an, was ihr ihr erzählt. Bleibt dann einen Moment ruhig. Schaut einmal so ins Nebenzimmer, wo ihre Tochter gerade eine Haarbürste besessen hat und damit die Haare ihres Zombie-Körpers kämmt. Und sie seufzt einmal, schaut zu euch wieder. Nun gut. Man kann mich dazu überreden. Allerdings, wie sagt man doch so schön, eine Hand wäscht die andere. Ich würde gerne im Gegenzug dafür eine Sache von euch erbitten. Ich kann mir denken, was sie will. Was denn? Nun, ich befinde mich gerade in einem kleinen Rechtsstreit mit der Stadt Quellfeld. Es gab Anfang des Jahres scheinbar eine anonyme Anzeige und jetzt wird gerade darüber diskutiert vom Stadtrat, wie unsere rechtliche Position als Stadtbürger in unserem aktuellen Zustand ist. Aufgrund der Art, wie die Rechtslage hier ist, müsste dafür der Stadtrat eine einheitliche oder eine einstimmige Entscheidung treffen und er sich jetzt seit mehreren Monaten uneins entsprechend mit einem Streit. Wenn ihr es irgendwie helfen könnt, dass der Stadtrat dabei zu einer einheitlichen Stimmung kommt, die uns normalen Bürgerstatus hier in der Stadt anbietet, würde ich ohne weitere Diskussion euch diesen Gefallen erfüllen. Okay, das ist zufällig eine Liste oder irgendwas, wer dagegen ist? Ja, aber am besten sprecht ihr dafür mit Foss Lonime. Er ist einer der Stadtratsmitglieder und aktuell der Einzige, der wirklich auf unserer Seite ist und für uns stimmt. Er ist Verwaltungsleiter des Mary Wurzel Hospitals. Er wird euch da noch mehr erzählen können, über allgemein den Stadtrat und
wer da welche Position aktuell einhält und wahrscheinlich auch, wie ihr ihn am besten, die anderen am besten umstimmen könntet. Welche Stadtratsmitglieder gibt es denn eigentlich insgesamt? 5 Stück. Reicht eine einfache Mehrheit oder? Ne, es muss einstimmig sein. Das heißt, wir müssen 4 umstimmen. Oder? Alles klar. Das wird Voss euch dann erzählen. Oder Herr Lonimer dann erzählen, wenn ihr mit ihm redet. Dann haben wir ja, dann wissen wir, was zu tun ist. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir da an der Front helfen können. Kann ich mit Gigelor vielleicht nochmal einschätzen, wie so ihre Chancen stehen? Okay, ich behalte mal den Wurf, den du gerade gewürfelt hast, als mit für dieses Ergebnis. Also die Sache ist, es gibt halt keine Präzedenz für ihren Fall. Nicht, dass du wüsstest. Die Sache ist, also du hältst es nicht für unmöglich, dass das Ganze passiert. Je nachdem eben, wie du die anderen umstimmen könntest. Also wenn du alle anderen umstimmen kannst, dann wird das in jedem Fall möglich sein. Und da sie auch schon zumindest mal einen Fürsprecher hat und innerhalb der Stadt, ihr habt ja erlebt, wie die Stadt auf sie reagiert, nämlich quasi gar nicht, als wäre es mehr oder weniger normal, dass hier dieses Zombie-Mädchen rumläuft. Hältst du es durchaus für möglich, dass sie hier diesen Zustand entsprechend zugeschrieben bekommt, sofern eben alle zustimmen? Man müsste halt irgendwie das Argument entkräften, dass der Bürgerstatus normalerweise ja mit dem Ableben erlischt. Ist wahrscheinlich so, werden wahrscheinlich die Gegner argumentieren. Oder wir bringen die einfach dazu, dass sie dafür stimmen, beziehungsweise für unsere Lösung und argumentieren gar nicht lange rum. Weil da wird es so bestimmte Möglichkeiten und Wege geben, die auf unsere Seite zu ziehen. Sei es jetzt durch Gefallen oder... Solange du zahlst. Andere Möglichkeiten. Gefallen oder Gewalt. Und natürlich auch guter alter Slender. Aber da gibt es Möglichkeiten. Ja, wir können ja erstmal gucken. Vielleicht sind tatsächlich einige relativ einfach umzustimmen und vielleicht andere... Gucken wir erstmal, was die so zu erzählen haben, denke ich. Genau, reden wir erstmal mit dem Typen, dem Voslonime. Aber das machen wir morgen. Er wird wahrscheinlich nicht mehr wach sein. Eine Frage noch. Wie werden diese Stadtratsmitglieder, werden die gewählt, werden die bestimmt, wechseln die, ist das lebenslang? Die werden alle 5 Jahre gewählt. Wann sind sie das letzte Mal gewählt worden? Alle 20 Jahre werden sie gewählt. Wann sind sie das letzte Mal gewählt worden? Vor 8 Jahren. Okay. Also hat sie mindestens 12 Jahre Ruhe, bis ein neuer Stadtrat da die Sache ändern könnte. Ich glaube, der Hauptpunkt war eher, dass es jetzt nicht in einer kritischen Zeit ist, wo sie darüber ringen müssen, jede Stimme zu kriegen. Ja, schon. Aber sagen wir mal so, man kann auch Ansehen während der Amtszeit zerstören. Ja, aber innerhalb vom letzten Jahr ist eigentlich die Hauptentscheidungsphase, ob man einen wiederwählt oder nicht, egal was er in den Jahren davor, oder fast egal was man in den Jahren davor gemacht hat. Ich habe da so Ideen. Es ist auch möglich, dass Personen vom Stadtrat wieder dass der Stadtrat einzelne Personen, Individuen herauswählt. Dann wird diese Position direkt neu gewählt, aber das ist bis dato noch nie vorgekommen. Also zumindest nicht. Das ist sehr schön zu wissen, danke. Ich bin bei dem Punkt, ich habe Ideen, sehe ich irgendwie schon schwedische Gardinen, aber das ist vielleicht auch nur eine Illusion. Okay, also zeitmäßig war es jetzt ja schon Abend oder war erst, ich hatte irgendwie im Kopf, dass erst Nachmittag ist, weil wir den am nächsten Tag wieder unterwegs waren. Es war Abend, weil ihr das nach Kringos Vetra, also nachdem ihr Kringo geheilt hattet, alles klar. Hat und gut. Die Probe ist halt erst abends gefallen. Danke. Ja, aber das ist dann... bedanke ich mich trotzdem schon mal im Voraus. Du hast uns schon auf jeden Fall viel weitergeholfen. Mhm. Wir reden mit Voslonime, aber erst morgen. Es würde mich auch überraschen, wenn ihr ihn heute noch dort vortrefft. Oder dass er euch positiv gesinnt wäre, wenn ihr ihn jetzt noch bei sich zu Hause besucht. Ja, so etwas dachte ich mir schon. Das hängt von den Umständen ab, aber ja, ich denke, bei normalen Umständen... Ich meine, wenn wird er gerade von irgendwas überfallen, dann würde er sich wahrscheinlich freuen, wenn wir da wären. Oder wir bringen was zu essen mit.
Nee, ich denke, für morgen, den Besuch auf morgen zu verschieben, ist eine sehr gute Idee. Gut, ihr verabschiedet euch dann entsprechend. Danny winkt euch auch nochmal fröhlich zu. Und ihr verlasst deren Haus, macht die Tür hinter euch zu und macht euch dann wahrscheinlich wieder auf den Weg zurück zum Quellfeld Inn. Mhm. Ja. Jo. Gut. Unterwegs fällt euch an einer der Laternen, die hier die Straßen erleuchten, so ein Flyer auf, der dran hängt. Der wäre auch schon beim letzten Mal aufgefallen, wenn ich ihn da schon fertig gehabt hätte. Es scheint eine Vermisstenanzeige zu sein, die hier hängt. Mhm. Wo ist sie drauf zu sehen? Also. 35. des Sommers. Ist das gewollt, dass Bestattergasse falsch geschrieben ist, oder heißt die Bestattergasse? Nein, das kommt von mir. Das ist keine Absicht. Okay. Das ist die Bestattergasse. Das ist über drei Monate her, aber ja. Wochen. Mehr als 30 Tage, so rum. Schaut die ähnlich aus wie dieses Zombie-Mädel und die Mutter? Nö. Okay. Das kann man jetzt nicht genau erkennen. Ist das eine Elfin? Ja. Gut. Ich würde sogar vermuten, dass sie dunkle Haut hat und irgendwie als dunkle Elfin oder sowas in der Richtung. Holzelfen. Ich glaube, bei Sölke waren das, Holzelfen? Holzelfen heißen die, glaube ich, ne? Also hier heißt in der diejenigen, die Elfen, die hier im Restman Forest leben, heißen Holzelfen. Die haben so bräunliche, holzartige Hauttöne. Ah ja. Es gibt noch die Nachtelfen, die ein Stück weiter im Norden leben. Ich kann euch ja mal eben auf die Weltkarte bringen. Und euch das Ganze dann dort nochmal zeigen, wenn das geladen hat. So. Nördlich vom Restband Forest. Oben an der Nightside Coast, jenseits der Scalfmoon Mountains, leben dann Nachtelfen. Die sind, da seid ihr auch schon mal einem begegnet? Und nicht zu verwechseln mit den Nacktelfen. Das ist eine Subkultur der Elfen, die durch nudistische Rituale ihre sozialen Kreise formen. Ja, sieht man meist an Stränden. Das elfische Äquivalent zu DDRler. Wie auch immer, auf jeden Fall, die haben eher dunkelpurpurne Hauttöne mit weißen Haaren. Und bei dir auch so, Dunkelelfen eher evil aligned oder eher weniger? Durchwachsen. Da müsste ich jetzt mal ganz kurz aber nochmal in meinen Setting Primer schauen, um die genaue Beschreibung zu haben. Also prinzipiell ist historisch bei den Nachtelfen es so, dass mir einer von euch ja gerne mal eine Gesellschaftskundeprobe würfeln darf, während ich das raussuche, und dann kann ich euch entsprechend ich nicht was erzählen. Gesellschaft bin ich mir auch schlecht. Ich, I'm on it. Offen verdeckt? Streng genommen verdeckt, aber in dem Fall macht das keinen großen Unterschied. Weil es eine Wissenabrufprobe halt ist, müsste das eigentlich verdeckt gewürfelt werden. Aber weil ich euch bei einem friedlichen Fischschlag hier keine Fehlinformationen gerade geben werde, ist das in dem Moment fast egal. Ich meine einfach, dieses Plakat zu ignorieren, weil es mir nichts sagt. Also die Sache ist die, dass historisch eben die Nachtelfen Anhänger der alten Göttin der Nacht waren, so wie die Sonnenelfen Anhänger Solarias waren, wodurch eben ihr Aussehen und ihre Art geformt wurde. Allerdings haben sich die Nachtelfen dann mit der Zeit eher von ihrer Gottheit entsprechend entwickelt, kulturell. Sodass sie dann weniger stark dran gebunden wurde, als dann eben die alte Göttin der Nacht durch die Stütze der Nacht gestürzt wurde. Und viele glauben, dass die Nachtelfen durch ihre Bindung an die Stütze der Nacht alles und böse wurden, was jedoch nicht der Wahrheit entspricht. Dennoch werden sie von vielen Bewohnern Divinas aufgrund dieses Aberglaubens geächtet. Dadurch hat sich die Kultur der Nachtelfen über die Jahre so geändert, dass heute die meisten Nachtelfen sehr zynisch sind
und sich in Gegenwart der anderen Völker sehr zurückgezogen verhalten. Ja, also die sind nicht alles und böse, auch wenn es viele Personen gibt, die das glauben. Gut, aber die Person auf der Vermisstenanzeige, um wieder darauf zurückzukommen, wo wir eigentlich waren, ist wahrscheinlich eher eine Holzelfin. Okay. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir einer begegnet wären, noch kann ich mir mich an den Namen erinnern. Von daher zur Kenntnis genommen, aber... Also Holzelfen seid ihr schon begegnet? Generell? Weil ihr in der Stadt seid, die so 90% von Holzelfen bewohnt wird. Ah ja, natürlich außerhalb der Stadt kann ich mich jetzt aber nicht daran erinnern, dass wir einer begegnet sind. Entweder weil ich als Spieler dabei nicht dabei war. Außerhalb der Stadt seid ihr tatsächlich noch keinen Holzelfen begegnet. Genau. Deswegen ist dieses Plakat für mich nur semi-interessant. Wobei Tarek zur Hälfte Holzelf ist. Der holzelfischen Ursprungsfamilie. Wir könnten Tarek zur Stadtwache bringen. Vielleicht fällt es ja nicht auf. Nur noch Perücke raussuchen? Wieso? Der ist doch nur gut gebräunt. Der hat wahrscheinlich. Der war wahrscheinlich oft an der Sonne. Das kommt so im Wüstenleben. Richtig. Ein goldener Tarn. Nee, Gold sind die Sonnenelfen. In jedem Fall. Bei uns auch. Wollt ihr mit dem Vermisstenanzeiger noch irgendwas machen oder wollt ihr das zur Kenntnis nehmen? Ich reiß mit dem Fetzen einmal vom Laternenpfost drüber, rollen zusammen und stecken mal hin. Vielleicht kommen wir das noch brauchen. Aha, jetzt fangen wir auch noch mit Vandalismus an. Der ist schon bewusst, dass sich eine Zettel aufgehängt werden und unter anderem auch mitgenommen zu werden. Eigentlich nicht. Eigentlich sind die dazu da, dass du sie dir angucken kannst und dass jeder, der vorbeikommt, dass es denen auffällt. Das sind keine Abreißzettel. Kannst du ja bei der Stadtbauer über mich beschweren. Gut. Ich habe euch das entsprechende Handout einmal freigegeben, dass ihr euch das jederzeit anschauen könnt. Und ihr geht dann zurück ins Squarefeld Inn? Ja, wahrscheinlich. Gut. Wie ihr da ankommt, seht ihr, ist gerade die Tür zu machen und euch mal kurz zuwinken, bevor sie einen ihrer Rufsteine aus der Tasche holt und wegläuft, zur Seite geht. Euch wurde schon erzählt, sollte die vor der Tür zu sein, wenn ihr zurückkommt, gibt eine Hintertür, die durchgehend auf ist, durch die ihr dann wieder zu den Schlafräumen kommt. Und ihr könnt besagte Hintertür aufsuchen, sie geht auf, ihr kommt rein und zu euren Zimmern. Wollt ihr an dem Abend noch irgendwas machen, bevor ihr zu Bett geht, oder wollt ihr euch dann einfach schlafen legen? So, mir fällt jetzt gerade nichts ein, was man noch machen könnte, was sinnvoll wäre zu tun. Ich würde auch sagen, wir gehen dann, also Abendessen und dann ab ins Bett. Ich habe auch keinerlei Aktivitäten, die ich vorher noch tun könnte. Dito. Okay, dann eine Sekunde. Muss eine Kleinigkeit machen. Der Browser ist gerade wieder ein bisschen langsam. Okay. Da würfel ich für die meisten von euch die verdeckte Probe und die einzige Probe unter 10 ist wieder von Peaks. War ja klar. Na gut, mit dem Bonus reißt es für ihn trotzdem aus. Also, wie ihr euch dann dementsprechend in euren Zimmern umzieht und fertig macht, fallen allen von euch, bis auf Sherlock, an sich irgendwo am Körper irgendwie eine Zecke auf, die jetzt scheinbar den Tag über schon ein bisschen länger gesaugt hatte. Ah, stimmt. Kann ich die wegmachen? Ja, entfernen. Ihr seid genug trainiert innerhalb eurer Gruppe in Medizin und Dingen zur Überlebenskunst, dass ihr die ohne weitere Probleme entfernen könnt. Nichtsdestotrotz bräuchte ich von euch allen außer Sherlock, der keine hatte, einmal einen Zähigkeitsrettungswurf.
gegen eine Krankheit. Wahrscheinlich mögen die Zecken hier keine Orks. Feinschmecker. Ich habe eine 28 im Angebot. Okay, das noch. Oh, hätten wir es verdeckt machen sollen. Okay, gut. Und dann bräuchte ich von euch allen nochmal einen Willenskraftrettungswurf für die Nacht. Ach ja, zum Schlafen. Wie ging das mit dem Heldenpunkt einsetzen? Du kannst einfach rechtsklicken oder du machst einen Rechtsklick da drauf und dann müsste da stehen Reroll mit Hero Point. Ah, okay. Ah gut, das ist angenehmer. Es ist immer noch nicht gut, aber es ist besser als die 1. Ja, das stimmt. Es konnte nur besser werden. Ja. Pieks, musst du noch den Discord-Namen anpassen, das musst du eben auch noch tun, was noch sein ist. Und ansonsten, sagt mir doch einmal der Reihe nach eure Würfelergebnisse. Einmal Pieks, beziehungsweise er steigt das gerade um, wir fangen an mit Ion. 15. Okay, Baludil? 18. Tarek? 30. Schlock? 20. Und dann jetzt wieder Peaks. 13. Okay. Also es gibt unter euch wieder ein paar unruhige Nächte, allerdings weil jeder von euch in der letzten Nacht sehr gut gewürfelt hatte, hat keiner von euch an diesem Tag irgendwelche Probleme damit. Und ihr könnt am nächsten Morgen entsprechend aufwachen. Boah, hab ich scheiße geschlafen. Naja, geht schon. Ach, ging schon. Wenn ich diese Tante danach treffe, dann sage ich ihr, dass das ein Scheiß ist mit diesem Tag-Nacht-Rhythmus. Der komische Klepper, ja. Ja, das geht gar nicht, ey. Das ist schon die dritte Nacht, wo ich nicht so gut schlafen kann wegen dem Scheiß. Ja. Das muss mir doch mal einer sagen. Hast du dann eigentlich immer nur den Debuff? Oder ist der mittlerweile weg? Ich hatte letzte Nacht gut geschlafen und da ging der Debuff weg. Gott sei Dank. Ja. Also, ihr wacht halt entsprechend an dem Morgen auf, setzt euch wieder zum Frühstück runter, lasst euch irgendwie Brot bringen oder sowas. An der Stelle kann ich nochmal eine Sache ansprechen. Es stand ja immer noch die Frage nach dem Wunsch zu Eon im Raum. Ob man mit dem Wunsch Eons Körper umändern könnte. Mhm. Ich habe auch ein bisschen recherchiert und bin jetzt zu folgendem Entschluss gekommen, also zu dem Entschluss gekommen, dass ich euch Folgendes anbiete. Ihr könnt es versuchen. Es wird dann eine einfache Probe mit Schwierigkeitsgrad 9 fällig. Ist die geschafft? Verwandelt sich Eon in das, was der Wünscher sich wünscht. Das kann dann ein Mensch sein oder der Wünscher kann ihn trollen. Sollte die Probe scheitern, verwandelt er sich aber wieder in irgendwas anderes Zufälliges. Also literal trollen. Er wird jetzt einfach ein Troll. Also ganz ehrlich, ich würde das Ding nicht eingehen, weil ich meine, es ist trotzdem eine ziemlich hohe Chance, dass was schief geht. Gibt's eigentlich hier nicht irgendwo einen Rest? Und du hast auch nicht die Kreativität der Wünsche in die Rechnung mit einfließen lassen. Das ist ein Makro für eine Nachtruhe, aber es gibt keinen fixen Knopf innerhalb des Charakterbogens. Okay, dann. Das Makro müsstet ihr euch im Kompendium raussuchen. Ja, ich habe eh nur Trefferpunkte. Ich habe ja keinerlei Skills oder irgendwie Zauber oder sowas, was ich auffülle. Baludil wünscht sich einfach, dass Eon dann zu einem Seepferdchen wird. Wäre halt schön handlich. Das muss schon eine spielbare, in den Regeln enthaltene Abstammung sein. Oder? Okay, erstmal ins Archiv fürs Nächste gehen. In jedem Fall, also beziehungsweise er kann auch die Herkunft verändern, der wäre halt ein Goblin, irgendwas anderes. Ja.
das wollte ich euch an der Stelle nur noch mal gesagt haben. Das wollte ich euch eigentlich ganz am Anfang sagen, aber dann waren wir in dem Gespräch mit Olche und jetzt hat es sich erst wieder angeboten. Also, okay. Ich stelle die Uhrzeit um auf den Morgen. So, ich sage einfach mal der Einfachheit halber 9 Uhr früh. Ihr habt den Tag vor euch. Was wollt ihr machen? Ja, ja. Wunschangebot, ganz kurz, letzte Anmerkung. Das Wunschangebot wäre das, was Baludil am Vortag in der Bibliothek recherchiert hatte. So, jetzt, was wollt ihr an diesem Tag? Erstmal kurze Frage, was kostet nochmal der ganze Spaß pro Nacht? Ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Spielleiter, der GM-Screen-Modul, da stand das irgendwie. Ich glaube, du hattest irgendwie das teure 8 Silber wegen Ringo. Und die anderen hatten irgendwie was für 2 oder 4 Silber irgendwie so, also auf jeden Fall wesentlich günstiger. Ja, also gibt das Einzelbett für 1 Silber und das 2-Personen-Privatzimmer, was das einzige ist, was groß genug ist, um Kringo zu halten, für 8 Silber. Und dann gibt es Mahlzeiten für 3 Kupfer. Ha, ich habe das mit den 8 richtig gewusst, ich dachte nur 1 Silber ist zu wenig. Sehr gut. Gut, das heißt, ich muss mir erstmal eine günstigere Unterkunft besorgen, weil ich nicht einsehe, knapp jeden Tag ein Goldstück hier zu lassen. Davon will ich das Einkommen. Wie, wir haben Einkommen? Ja, genau, das ist das Problem. Ja. Dann ist der nächste Schritt, dass wir mit diesem Typen vom Stadtrat reden wahrscheinlich. Ja, ich denke mal, das ist unser erstes Hauptziel heute. Ja, das mit dem vermissten Mädchen sehe ich bisher noch keine allzu große Relevanz zu unseren anderen Problemen und es ist ja auch nicht so, dass wir gerade unendlich viel Zeit haben. Von daher würde ich, glaube ich, sagen, wenn es da... Dazu kommt halt, dass sie seit über einem Monat vermisst wird. 3 Wochen, ja. 30 Tage. Ja, genau. Das ist ja hier kein Monat. Ja, sind aber die Spuren sind eiskalt. Ja. Das will ich damit sagen. Ich weiß auch nicht, warum ihr euch damit beschäftigen wollt. Wenn die hier in der Stadt wäre, hätte sie vielleicht jemand gefunden. Und wenn sie außerhalb ist, wir gehen jetzt eh nicht außerhalb. Also wir können. Ja, stimmt. Doch, klar müssen wir noch außerhalb. Ja, aber doch nicht jetzt. Nee, nicht jetzt sofort. Das ist die Deswegen Frage. Deswegen meine ich, das ist nichts, was wir jetzt überhaupt uns überlegen müssen, weil jetzt haben wir andere Dinge, die zumindest hier erledigt werden müssen. Während diese Aufgabe, wenn ihr euch unbedingt darum kümmern wollt, unterwegs ist. Wir wissen ja noch nicht mal dieser Ort, wo da genannt wurde, wo das ist. Also ja. Ich weiß es jetzt nicht genau, weil ich glaube, da sind wir nicht vorbeigekommen. Außer irgendeiner von den Stadträten hat die ja zügigerweise im Keller eingesperrt. Glaube ich auch nicht, dass wir da die nächste Zeit drauf... Hör auf, meine Gedanken zu lesen. Genau dasselbe hatte ich auch gedacht. Dass wir die nächste Zeit da drauf stoßen. Naja, mal gucken. Ja, also gut, dann ist der nächste halt wirklich bei Senior Lonime. Der ist wahrscheinlich im Krankenhaus, wenn er da arbeitet. Und diesmal sollten wir vielleicht unser Charisma-Monster vorschicken, um den ersten Eindruck zu hinterlassen. Boah. Gut, ihr macht euch dann also auf den Weg zum Krankenhaus. Ihr könnt hier wieder Kutsche nehmen für... Ich hatte gesagt, es sind 2 Kupfer, die... eine Kutschfahrt kostet. Ich mache mir dazu einmal eine Notiz, dass ich das dann beim nächsten Mal definitiv weiß. Sonst können wir auch einfach beim Wirt mal nachfragen, ob der weiß, wo der ist gerade im Moment. Ich denke, das sollte ja ein bekannter Name sein hier in der Stadt. Mo wird euch auch sagen, dass ihr am wahrscheinlichsten im Hospital, im Krankenhaus auf ihn trefft. Ist ja quasi das Gleiche. Mit etwas schlechterem Essen. Kopfschütteln. Ja, also. 2 Kupfer für eine Kutsche oder ihr lauft. Gut. Ganz egal. Also ihr kommt ohne Probleme hin. Badet ihr weiß ja auch schon, wo das ist. Und ihr kommt dann dementsprechend zu dem Krankenhaus. Ich habe keine Karte dafür vorbereitet. Aus verschiedenen Gründen. Deswegen schieße ich einfach mal eben kurz wieder auf die Weltkarte. Und kurz zur Erklärung, also das Krankenhaus war in der Westregion von Quellfeld, während
Das Quellfeld in eher im Osten, nahe dem Friedhof der Stadt ist. Es braucht also einen Moment, bis ihr da hinkommt, aber es ist kein Problem, das Ganze zu finden. Und es ist dann eben dieses eine große Gebäude, was die gesamte Straße dominiert. Deswegen ist die Straße auch nach dem Gebäude benannt. Steht groß vorne in goldenem Schild. Nicht goldenem Schild, im Holz, hölzernem Schild. Der Name des Hotels, des Hospitals drauf. Irgendwann sage ich es auch noch richtig beim ersten Mal. Und ihr kommt dann, geht dann eben rein, kommt in so ein Wartezimmer, wo eine holzelfische Dame hinter einem Tresen sitzt. Und es sitzen auch noch so ein paar andere Personen hier rum, die gerade scheinbar darauf warten, dass wir irgendwie einen Termin haben oder auf irgendwas anderes am Warten sind. Aber die Rezeption ist aktuell frei. Frei im Sinne von, da ist gerade keiner, oder? Es steht gerade keiner an, es sitzt die Person, aber es steht keiner davor. Also ihr könnt einfach hingehen und... Ich lehne mir mal kurz zu Pix rüber. Wie hieß der nochmal? Foss Lunime. Foss Lunime. Naja. Ich würde nochmal da hingehen zu der Dame. Würde mir mal so ein bisschen gegen den Tresen lehnen. Ein breites Lächeln aufs im Gesicht aufblitzen lassen. Guten Tag, die Dame. Wir müssten einmal kurz mit Herrn Olimé sprechen. Haben Sie einen Termin? Leider nein. Es ging ja auch nur ganz kurz. Es hat nichts mit dem Hospiz zu tun, sondern mir eine, sagen wir, persönliche Angelegenheit. Würde auch wirklich nur eine oder zwei Minuten der wertvollen Zeit in Anspruch nehmen. Oder terminiert das eigentlich gar nicht. Wenn Sie mir sagen, worum es geht, kann ich Ihnen gerne einen Termin verschaffen. Es geht darum, wir würden gerne einer Freundin in dieser Stadt ein Gefallen tun und dafür müssten wir mit dem guten Herrn ein paar Worte wechseln über den Stadtrat. Sie schaut dich kurz irritiert an. Oh, geht es um Eury und Danny? Sag das doch gleich. Exakt. Sie macht eben kurze Notiz. Einen Moment, steckt das in so einen Kupferzylinder, den sie in die Rohrpost stellt, einen Hebel drückt. Puh, so fliegt weg. Und eine Minute später kommt wieder eins zurück. Sie schaut sich das an. Alles klar. Herr Lonnie hat eben Zeit für Sie. Und sie gibt euch eine Wegbeschreibung zu seinem Büro. Einmal die Treppe hoch, einen Gang runter, Raumnummer, so und so. Und ihr könnt dann entsprechend dorthin gehen, wenn ihr wollt. Ja. Oder dann machen wir das. Noch machen. Gut, ihr macht euch dann auf den Weg zu seinem Arbeitszimmer, zu seinem Büro. Einmal durch den Gang durch. Die Tür zu seinem Büro steht offen und ihr seht ihn da auch an seinem Schreibtisch sitzen und verschiedene Dinge schreiben, Papiere stempeln und was nicht alles. Sein Büro ist relativ spartanisch eingerichtet. Ihr seht verschiedene Plakate zur Anatomie, Erste-Hilfe-Hinweise, ein paar medizinische Bücher im Regal stehen. Ihr seht hinter ihm im Regal auch ein Foto, wo er und eine Handvoll anderer Holzelfen zu sehen sind, die alle in dem Foto allerdings Stadtwachenuniform tragen, wobei er ein Abzeichen auf sich hat mit so zwei roten Halbkreisen und einem deutlichen weißen Strich dazwischen. Deutliches, also das Äquivalent des Roten Kreuz hier in Divina. Ja, er sitzt da eben, es ist ein Holzelf, man sieht ihm sein Alter nicht an, wie man das bei allen Elfen nicht tut. Und ich nehme an, ihr klopft dann eben einmal, er guckt hoch, einen Moment, stompelt nochmal eben kurz was, legt zur Seite, ihr seid wegen Eury hier, kommt rein, macht die Tür hinter euch zu und er schaut sich ein bisschen rum, es stehen hier leider nur zwei Stühle vor ihm. Nimm Platz, wer möchte. Ich bleib stehen.
Also ich würde mir hinsetzen und einmal das eine Bein übers andere schlagen. Entspannt da sitzen. Er richtet sich auf, lässt einmal die Arme knacken, reicht dir einmal die Hand. Wie er das macht, siehst du auch an seinem Hals so einen Anhänger hängen, in Form einer Sichel. Allerdings ist die Schneidefläche durch eine dieser gekrümmten medizinischen Nadeln zum Zunähen von Wunden ersetzt. Kann ich mal auf Guildlore würfeln, um das Symbol zu erkennen? Nein, da brauchst du nicht für würfeln. Das wäre Religion, wenn denn das ist das Symbol von Vitar, Göttin der Geburten. Ja, er reicht ja mal die Hand. Sie kennen mich ja schon, Herr Lonimer. Mit wem habe ich hier das Vergnügen? Tarek. Ich bin Peaks. Oh, Sherlock, mein Name. Hallo, Deal. Eon, und ich setze mich auch irgendwo hin. Okay. Danny ist heute früh schon hier vorbeigekommen, hat davon erzählt, dass ihr eventuell mit mir reden wollt, weil ihr ihnen helfen wollt, eine Bürgerrechte innerhalb dieser Stadt wieder zurückzukommen. Wie gesagt, oder wie ihr bereits wisst, ich bin auf ihrer Seite. Vita lehrt uns, keine Untoten zu vernichten, die niemandem Schaden zufügen und sie wie Gleichberechtigte zu behandeln. Der Rest des Stadtrates sieht das leider nicht ganz genauso wie ich. Also, für euch gibt es drei weitere Personen hier, die wirklich wichtig wären. Das fünfte Mitglied, Thiel Kescher, da müsst ihr euch keine Gedanken drüber. Um ihn müsst ihr euch keine Gedanken machen. Er ist noch mit seinen gerade mal 120 Jahren ein bisschen unerfahren und jung hier. Er läuft bei allen mit, was der Rest des Stadtrates entscheidet. Die entscheidenden Personen für euch sind einmal Fomor Sho. Er dürfte die schwierigste zu überredende Person sein, weil er hat kein gutes Verhältnis zu Untoten. Seine Familie war seinerzeit damit mit dem Aufbau der Schutztürme hier in der Stadt daran beteiligt. Allerdings sind seine Eltern vor einigen Jahren bei einer Reise hier im Restman Forest von Ghoulen angegriffen und umgebracht worden. Er war zu dem Zeitpunkt hier und seitdem hat er keine gute Beziehung zu Untoten. Deswegen wird er, wie gesagt, am schwersten zu überreden sein. Die nächste Person wäre Seria Jadla. Sie ist auch, also das sind jetzt alles die Stadtmitglieder, sie ist eine Immobilienmogulin. Sie hat ja ist extrem reich geworden mit dem An- und Verkauf von Häusern und Grundstücken. Ich weiß nicht genau, warum sie dagegen stimmt, aber sie tut es. Ich bin mir sicher, wette, weil sie auf das Haus scharf ist. Das könnte sein. Ich weiß es nicht genau. In jedem Fall gehe ich davon aus, dass sie irgendwie Geld darin in der Option wittert, ihr keine Bürgerrechte zu gewähren. Und die dritte Person, die für euch relevant wird, ist Dabis. Sie ist die gewählte Vertreterin der Isoki-Gemeinde hier in der Stadt. Und sie ist prinzipiell dem Ganzen auch positiv zugeneigt. Allerdings stellt sie sich gerade sämtlichen Themen quer, die hier im Stadtrat bringen werden, weil sie ein bisschen Streit mit der Stadtwache hat bezüglich der Kanalisation. Die genauen Details, ich muss mal kurz mal kleiner schauen für den Zeitplan, damit ich euch genauen Daten nennen kann. Ja, also sie hat seit knapp 5 Wochen hier ein paar Probleme mit der Stadtwache, weil also die Isoki-Gemeinde hier in der Stadt hat einen gewissen Vertrag mit der Stadt, dass sie sich eben um die Kanalisation kümmern und dafür entsprechend Wohnrecht und was nicht bekommen. Jetzt ist im Nordwesten der Stadt eine Kanalisation seit etwa 5 Wochen verstopft. Allerdings kann die Isoki sie nicht erklären oder die Verstopfung nicht freimachen, weil in der Region irgendwie Schleimer ihr Unwesen treiben.
Allerdings weigert sich Tim Jedermann, Hauptmann der Stadtwache, Hilfe zu schicken, um das Steinproblem zu lösen. Mit der Begründung, es ist die Sache der Izuki, sich um die Kanalisation zu kümmern. Da hat die Stadtwache nichts zu tun mit. Und streng genommen hat er damit juristisch auch recht. Allerdings, das war bisher noch nie ein Problem. Ich weiß nicht genau, warum er sich da jetzt gerade so querstellt. Solltet ihr ihr hier mit diesem Problem helfen, wird sie höchstwahrscheinlich dafür stimmen, weil, wie gesagt, sie ist dem Ganzen tendenziell auch positiv gesinnt. Er mustert euch einmal kurz. Also ihr könntet sicherlich versuchen, Herr Hauptmann Jedermann zu überreden, da Wachen hinzuschicken. Allerdings, so wie ihr aussieht, dürfte es für euch fast einfacher sein, sich einfach direkt dem Schleim zu widmen. Ich wollte gerade fragen, was hat sie denn daran gehindert, Söldner oder Abenteurer zu engagieren, die sich darum kümmern? Die kosten Gold. Ganz genau. Und das Geld kann er... Ist denn nicht theoretisch der... Wenn... das müsste dann wahrscheinlich aus ihrer eigenen Tasche kommen, ha? Huh? Genau. Sie kann dafür hier keine Stadtmittel nutzen. Das ist eine ganz komplexe rechtliche Situation mit den Izuki. Faktisch ist, die Izuki-Gemeinschaft müsste das selber bezahlen, kann ja nicht auf Stadtmittel zugreifen und dafür hat die Gemeinde nicht das Geld. Immer diese Bürokratie. Ja. Furchtbar. Okay, Die Kritiker und ich stimme ihnen da voll zu. Wie ist denn so das Verhältnis der ganzen Stadtratsmitglieder untereinander? Warte kurz, Eon, du wolltest noch was sagen. Mir stellt sich eher die Frage, wenn er sich ab jetzt querstellt, dann liegt da noch was anderes im Argen. Selbst wenn wir das lösen, ist es nur eine kurzfristige Lösung und wir sollten trotzdem auf eine langfristige hinarbeiten. Vor was redest du jetzt? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann stellt sich die Stadtwache quer, Leute hinzuschicken, was sie normalerweise nicht tun. Und er begründet es natürlich mit der ganzen Bürokratie und der Regulierung, womit er zwar recht hat, aber was wohl jetzt eine Ausnahme ist. Das heißt doch, dass es irgendeinen Grund gibt, weswegen er sich jetzt auf so eine Kleinigkeit festsetzt, um dem auszuweichen. Und diesen Grund müsste man vielleicht erst beheben, weil wenn wir mal weg sind, das und es wieder auftaucht... Das kommt doch uns dann scheißegal sein. Wir brauchen bloß jetzt die... Wir nicht. Wir können ja mal gucken, vielleicht kriegen wir es heraus, woran das alles liegt. Ja, aber ich würde erst einmal die Schleime plopp machen und dann schauen wir weiter. Ja. Also entweder Schleim umhauen oder Stadtrat umhauen, dass den Stadtrat umhauen! Stadtwache umhauen, dass die das Leute rüber schicken. Das war eine Idee, dann mal Stadtrat plopp machen. Viva la Revolution! Wir machen einfach eigenen Stadtrat, 5 Leute haben wir ja. Ja, wollte ich auch gerade sagen, wir sind 5, wir können das auch machen. Okay, jetzt mal Fax vorbei. Ich hab gefragt gehabt, wie die untereinander so drauf sind. Sind die freundschaftlich gesinnt, manche sind die verfeindet, weil stingen die 5 zueinander. Also Herr Scho und Frau Jottler sind sich gegenüber in der Regel eher freundlich gesinnt. Ich persönlich habe mit Frau Jottler so meine Probleme charakterlich, weil sie eben entsprechend geldversessen ist, was mir persönlich so ein bisschen aufstößt. Und Herr Scho und ich haben natürlich unterschiedliche Ansichten Untoten gegenüber. Allerdings ist das jetzt keine Feindseligkeit, die wir da zueinander haben. Wir sind uns eher neutral gestimmt. Der junge Keschel hat den meisten gegenüber eine eher neutrale Einstellung. Frau Jettler tendiert dazu, ihn gerne ein bisschen auszunutzen aufgrund seiner Unerfahrenheit. Allerdings ist er ansonsten, also vor allem Dabis, die ihm altersmäßig noch am nächsten ist, sehr gesonnen. Und Jörtler und Dabis haben auch wieder nicht das beste Verhalten zueinander, weil Jörtler ist so ein bisschen abteigt, wie man so schön sagt. Aber Show und Abis sind sich gegenüber auch wieder eher neutral. Also mit anderen Worten, die Frau Jottler hat einen gewaltigen Stock in ihrem Rektum stecken.
Noch nicht mal. Es ist ein wenig, es ist vor allem auf ihr eigenes Wohl und das Wohl ihrer reichen Verbündeten oder Bekannten gesonnen. Das wäre natürlich bedauerlich, wenn da irgendwas rauskäme, dass sie Dreck am Stecken hat oder in irgendwelches Illegales verwickelt ist. Das wäre in der Tat eine tragisch. Und eventuell ein Grund, vielleicht mal in der Stadtwache zum ersten Mal einen Stadtrat rauszuwählen. Da müsste man aber erstmal was finden. Da ist bisher noch nichts gefunden worden, was wirklich derart gravierend wäre. Wurde ja schon gesucht. Ja, aber nur, dass nichts gefunden wurde, heißt nicht, dass nichts da ist. Also sie hat ein paar fragliche Dinge gemacht, die aber bisher alle rechtlich absolut in Ordnung waren, gegen die man nichts tun kann. Okay. Und sie hat genug Verbündete und Personen, die sie trotz ihrer Einstellung wählen, dass es bisher für sie noch nie ein großes Problem war, wiedergewählt zu werden, trotz ihres Verhaltens. Naja, gucken wir mal. Ja, gut. Wollt ihr euch noch irgendwo sehen? Was fangen wir jetzt? Ja, Fomo Sho. Ja, ich glaube, wir müssen einfach versuchen, mehr über diese beiden da rauszukriegen. Ich glaube, da bist es noch am einfachsten zu lösen. Ich glaube, wenn wir ihre Kanalverstopfung lösen, dann hilft sie uns. Ich glaube, wir klopfen als erstes die Schleime platt und dann kümmern wir uns um die anderen zwei Problemchen. Vielleicht folgen sie ja auf dem Weg oder während der Schleime klopfen uns irgendwas Interessantes ein. Mhm. Und vielleicht hat ja auch die Banshee eine Idee, vielleicht weiß die ja um den Wert des Hauses. Oder dass sie vielleicht die Idee hat, warum die andere so eventuell Interesse an dem Haus haben könnte. Ja, aber wie gesagt, ich glaube eins an anderen erst einmal Schleime, würde ich sagen. Okay. Damit haben wir ein bisschen bedient. Ich glaube, das ist auch das Einfachste. Das geht am schnellsten. Und ja. Wenn sie die Schleime teilen, dann haben wir mehrere Schleime. Und dauert es wieder. Aber ich glaube, das ist schon ein guter Anfang. Ja, gut, dann. Physische Gewalt ist gegen Schleime eh nicht sehr effektiv. Ihr macht das. Schau ja aus, als ob ich physische Gewalt einsetze. Bitte. Bitte. Ich habe ja nicht gesagt, dass du das machst. Ich habe gesagt, dass ich das mache und dass ich deswegen nur noch zuschaue. Achso. Na gut, du könntest den Schleim ja mit deinem Schild wegschaufeln. Ja gut, aber dann würde ich sagen, dann packen wir es mal und lassen sie mal weiter ihre Arbeit erledigen. Wir melden uns, wenn wir wieder was bräuchten, beziehungsweise noch ein paar Informationen benötigen würden. Wenn sie uns suchen, wir sind im, wie ist die Gaststätte nochmal? Quellfeld Inn. Das war in Character gefragt, weil mein Charakter merkt sich sowas nicht. Der ist, ja, charismatisch, aber merkt sich nicht. Ach, bei Mo. Alles klar. Ja. Mo's Laterne. Ja, bei Mo. Gut. Ihr besucht, ihr findet sie am wahrscheinlichsten in der Izuki-Botschaft und er gibt euch entsprechend eine Adresse im Nordend der Stadt. Was sind eigentlich Izukis? Nie gehört das sind davon. Rattenmenschen. Okay. Davon habt ihr auch vorgestern im Querfeld Inn ein paar gesehen, die an einem der Tische saßen. Das sind praktisch Skaven in mir ganz so gruselig. Ich habe keine Ahnung, was das sind. Warhammer. Bringt auch nichts, wenn du mir das erklärst. Ich weiß, dass es eine Rattensache ist. Deswegen kann ich kann es aber nicht vergleichen. Deswegen, es sind Rattenvolk. Okay. Genannt ist so. Ich kann bestätigen, dass die Ähnlichkeit besteht. Okay. Sehr schön. Gut, Servus, wir melden uns. Wiederschauen. Er nickt, winkt euch zum Abschied und wendet sich dann wieder sein Papierkram zu. Ich hätte, glaube ich, tatsächlich überlegt, damals Rattenvolk zu spielen, statt dem Ork. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Sagen wir so, irgendwann fällt er vielleicht um. Ja. Es gibt bestimmt ein nächstes Mal. Du kannst wünschen, ein Rattenvolk zu werden. Ich mach dir das selber Angebot, wie die Ivan. Gut, dann wenden wir uns mal an die Nagetierchen. Ne? Genau, dann... Ja. Ich würde an der Stelle aber ganz kurz die Folge beenden.
und uns in der nächsten Folge dem widmen, die wir aber jetzt heute gleich noch spielen. Allerdings für die Zuschauer, bis dahin, möge Vita über eure Geburten wachen oder so ähnlich. Bye!